Hey meine Beste draußen, ich bin's Jan von Buddies United und hier habe ich die neue Sportbild Ausgabe 34 vom 23. August 2017. Das Ganze kostet 1,90 Euro und das habe ich nicht nur einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal. Und mir ist gerade erst eingefallen, dass wir die Sportbild tatsächlich abonniert haben. Ich schaue da meistens rein, wenn sie schon ein paar Tage liegt. Deswegen, ich hatte das nicht auf dem Schirm, weil wir in der Vergangenheit die mal abonniert haben, mal nicht, was auch immer. Das heißt, ich bekomme wahrscheinlich noch eine vierte später, aber es ist gerade 7.35 Uhr, wenn ich das Video drehe, morgens. Und das bedeutet, ich bin wieder am Hustlen, also so früh wie möglich, so schnell wie möglich wollte ich meine Hände da dran bekommen. Und warum? Hier sieht man schon ein bisschen was gratis. Und dann, wenn ich die Seite finde, hier ist sie. Hier ist sie, die ersten Magitex Trading Cards der Saison und dann ein paar Bilder. Hier ein bisschen aufgerissen, denn hier war etwas, was ich euch gleich zeigen werde. Und ich würde sagen, wir zoomen gleich mal ran an die Karten. So Leute, das ist also das Design der diesjährigen Karten. Hier haben wir Yannick Westergaard von Gladbach 76. Also ich gehe mal von aus, die Werte bleiben so und stimmen. Und falls ich ein Bild davon, also falls ich das kann, blende ich mal hier mein Design ein und jetzt hier das echte. Und ihr könnt nicht wirklich sagen, dass das komplett anders ist. Ich habe diese extra Werte extra nicht reingemacht. Hier unten ein klein bisschen anders, aber vom Hintergrund her, vom, sage ich mal, ersten Eindruck der Karte ist es doch schon ziemlich ähnlich. Also, das ist Yannick Westergaard. Breel Embolo, da sieht man nur 4 Sterne, keine Werte. Marco Reus, da sieht man auch nur defensiv 44, aber 5 Sterne. Der wird in den 80ern auf jeden Fall, in den höheren 80ern sein. Genauso wie Thomas Müller, 50 Verteidigung, 85 Angriff. Und dann haben wir noch Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim mit 48 Angriff und einem sicherlich besseren Defensivwert hier. 4 Sterne, das müssten so zwischen 70 und 80 sein. Dann hat man hier erstmal ein Abbild, ein Bild von Kartendesign, Päckchendesign. Das habe ich ja bereits auf Facebook, Instagram gepostet, nachdem es Tops gepostet hatte. Und hier ist ein kleiner Text. Matchstick ist das offizielle Sammelkartenspiel der Bundesliga in Kooperation mit Tops erhalten. Leser von Sportbild, die Graz Exilva. Ihr könnt euch das durchlesen. Wichtige ist, 21. September offiziell Release. Es gibt zum in jedem 5er Päckchen oder 10er Päckchen, wo in jeder Päckchen Glitzerkart drin ist. Und weil es das 10. Jubiläum ist, gibt es tolle Sonderkarten, aktuelle Stars und Legenden kommen zurück. Sowie ein Gewinnspiel mit über 10.000 Preisen. Und ich habe gehört, hier zu diesen Karten, zu diesen Special gibt es auch ein Gewinnspiel, wo ihr Multipacks gewinnen könnt. Dazu sage ich euch gleich mehr. Deswegen, sobald ihr das Video seht und ihr euch sowieso diese Zeitschrift kaufen wollt, macht das jetzt, macht das so schnell wie möglich, nehmt teil, weil gratis klingt immer gut, würde ich sagen. Und das war der Text. Jetzt kommen wir zu den Babys hier. Also 3 Päckchen, also aus 3 Zeitschriften. Und so sieht das Ganze aus. Also natürlich in der finalen Version werden Spieler drauf sein und alles, wie ihr es hier seht. Das ist die Sneak Peek. Das hatten sie in England bereits in den letzten 2-3 Jahren gemacht gehabt, dass bevor die richtige Serie rauskommt, so ein so ein Pack rauskommt in der Zeitschrift, wo man schon mal ein paar Paraten bekommt, wo man das Design sieht, wo man das Konzept sieht oder einfach um die Leute zu hypen. Ich bin gehypt, falls ihr meine Insta-Story gesehen habt auf Instagram jetzt, die müsste, falls ihr das am ersten Tag schaut, auch noch online sein. Da seht ihr die Journey, alles was ich, der Weg zu den Päckchen, sage ich mal. Es ist glaube ich ganz lustig geworden. Also Matchdeck, so sieht's aus. Das ist das Kartendesign. Das Motto dieses Jahr: Sammeln, Tauschen, Spielen. Nichts Besonderes, aber ja. 2017, 18 Matchdeck. Hier sind normalerweise Spieler und dann das Matchdeck ein bisschen weiter unten und so. Dann hinten. Promo-Päckchen, also Promo-Päckchen, so ist fokussiert. 5 Karten, die gesamte neue Kollektion ist ab Mitte September, also wir haben es gehört, 21. im Handel erhältlich. Dazu gibt es
exklusive neue Sonderkarten zum 10. Matchday Kollektion, Torjäger, Routiniers, Legenden, Club 100 Spieler. Also meine, also vielleicht bringen sie wie in England letztes Jahr alle Club 101 und 101er zurück. Fände ich einerseits geil, zweitens fangen wir jetzt wieder an, wieder England zu, vom Vorjahr zu kopieren, auch wenn das mit dem 10. Jubiläum natürlich toll ist und ich würde es eigentlich feiern. Aber in England soll es dieses Jahr auch wieder genauso viel, also wieder mehrere Club 100 geben. Vielleicht gibt es da auch dieses Jahr wieder eine Top 11, wie letztes Jahr bei den Champions League Karten. Und die beliebtesten Matchwinner und beliebten Matchwinner und Club 100 Karten hier unten. Nichts Besonderes, Promotion, keine Remission. Das war's auch schon. Also 5 Karten sind drinne. Ich mach mal die Sportbit weg. Und ich würde sagen, wir gehen gleich ins Pack-Opening. Und dann gehen wir auch gleich ins erste Päckchen. Leicht veränderte Kameraposition. Und so, also nochmal das Päckchen. Und jetzt die ersten Karten. Ich bin gespannt, wen bekommen wir. Und ich habe tatsächlich 3 gekauft, weil bei den Englischen war es immer so, da gab es eine Menge von Karten, also so 20 Stück oder so, 20, 30 Stück. Und ich hoffe, dass es hier auch so, oder ich gehe davon aus, wenn nicht, dann habe ich halt 3 Sätze von den gleichen Karten. Und dann gab es meistens auch einmal die Trophäe mit Infos. Okay, das ist das erste. Mega Start Aktion. Das ist das Gewinnspiel. 1000 Multipacks gratis. Sende uns ein Bild von dir und deinem ersten Matchday-Päckchen 17-18 an diese E-Mail mit dem Betreff Erster. Die ersten 1000 Einsendungen erhalten ein Multipack gratis. Alle Teilnehmerbedingungen sind online. Ich glaube, ich mache da auch gleich mit. Warum nicht? Gratis geht immer, würde ich sagen. Hier vorläufige Abbildung. Das wird sicherlich anders aussehen mit irgendwelchen, ja. Also, sobald die draußen sind. Und hier ab September erhält ich mit coolen Sonderkarten und über 10.000 Gewinnspielen. Finde ich nice Karte. In England war da immer so eine Trophäe drauf. Also die englische Trophäe, das hätte sich auch hier. Da war immer Trophäe, auf der Rückseite Infos. Hätte ich mir hier auch gewünscht, aber ist eigentlich ganz cool, kann man, werde ich auf jeden Fall behalten. Und hier sind die 5 Karten, so sieht es von hinten aus. Das Design, sich nichts, sage ich mir, nichts super Besonderes, aber auf jeden Fall cool. Also dieser typische Hintergrund jetzt. Matchdex, das Logo, was erstmal relativ klein aussieht. Mainz 05, hier Name des Clubs, Bundesliga-Logo, das neue 10. Edition, Abwehr, lernendes Game, topsfußball.de. Und dann beginnen wir gleich. Oh, ist das... Na, ich dachte, ich hätte gerade das Glänzen gesehen. Das sind alle Space-Karten, wie man von ausgehen kann. Hier als erstes Alexander Schwullo, der Keeper von Freiburg mit einer 80 als Verteidigung. Nicht schlecht, auch eine ganz gute Saison letztes Jahr gehabt. Jo, das ist die Karte. 1 Angriff finde ich eigentlich immer gut, wenn die Torhüter das haben. Wenn dann die Torhüter anfangen, 20, 30 Angriff zu bekommen, ist das ein bisschen, naja... wobei es manchen Torhütern, wie zum Beispiel Manuel Neuer, nicht abzuschreiben ist. Das Design, hier die 6 Unterkategorien, Name, Sterne, Club-Logo, Bild, Bundesliga-Logo, Abwehrangriff, Werte und hier unten der Marktwert und die Nummer. Ja. Dann machen wir weiter mit dem ersten Bayern-Spieler, Jerome Boateng. Letztes Jahr, glaube ich, noch die 90 gab, dieses Jahr nur noch die 88, war lange verletzt jetzt hier. Jo, kleines Downgrade, aber immerhin immer noch einer der besten Verteidiger sicherlich der Liga. Also die erste Bayern-Karte hier. Dann Daniel Prosinski von Mainz 05, 63, naja, nicht der Beste. Dann Christoph Kramer, 74 Verteidigung. Von Borussia Mönchengladbach. Und was? Nochmal Prosinski? Das ist nicht unbedingt die beste Werbung, Tops. Ich finde die Karten wirklich cool und ich finde auch die Aktion von Tops cool, aber zweimal die gleiche Karte in einem Päckchen, das ist nicht toll. Aber das war das erste Päckchen. 4 verschiedene Karten. Ich hoffe, in den nächsten bekommen wir ein paar neue Karten. Wenn wir jetzt irgendwie hier 6-mal Prosinski haben, dann bin ich nicht unbedingt glücklich, aber wir haben hier Hoffenheim als erstes. Dann diese erste Karte nochmal und der erste Dortmunder. Shinji Kagawa, 76 Angriff von Borussia Dortmund. Dann nächste Dortmunder hinten drauf, Gonzalo Castro. Dann Kevin Vogt, den haben wir eben schon im Magazin gesehen. 75 hat er also Verteidigung. Dann nochmal Christoph Kramer, ein paar Doppelte, ist klar. Und
Tops, bitte. Bitte. Was ist da bei der Produktion falsch gelaufen? Ist es wirklich so schwer, einfach 5 verschiedene Karten? Sorry, Tops. Ich liebe die Karten, ich liebe Magic Decks, ich habe generell nichts gegen Tops, aber sowas ist nicht toll. Aber, ja, und dann sage ich sowas halt auch. Und wir kommen zum dritten Päckchen, mal schauen, ob wir da wenigstens ein paar neue bekommen. Also die 5 Karten aus dem Ding sind wahrscheinlich drin. Hoffentlich bekommen wir dann wenigstens auch Müller und Reus noch. Westergaard hier 76, also Verteidigung. Fabian Johnson, also 2 Gladbacher hier drin. Fabian Johnson. Noch ein Gladbacher, Jonas Hoffmann. Von wie viele Karten haben die da drin? Dann Mirat Nastasic von Schalke. Und wenn ich hier nach hinten gucke, bitte, es ist nicht wieder zweimal Mirat Nastasic. Das, bitte, was ist das denn? Man öffnet das erste Päckchen und hat gleich den ersten Doppelten. Also, ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Wenn ja, verstehe ich es nicht. Aber wir haben hier zweimal Nastasic aus einem Päckchen, zweimal Vogt und zweimal Brosinski. Toll. Und dann nochmal Castro doppelt, aber naja, das Kramer doppelt, aber das ist ja okay, weil das waren verschiedene Päckchen und ich sage mal so, man sollte davon ausgehen, dass jeder nur ein Päckchen kauft. Das sind 4 Gladbacher. Bin ich erstaunt. Ich weiß nicht, wie viele Karten drin sind. Ich gehe mal nicht von aus, besonders wenn ich die Doppelten sehe, dass sie alle Karten reinmachen. Würde auch keinen Sinn machen, sage ich mal. Ist ja eigentlich nur ein bisschen so Promo für den Release und für die Serie. Also, das sind nochmal alle Karten. Nastasic, Vogt, Brosinski, Westergaard, Hofmann, Johnson, Kramer, Boateng, Schwolo, Kramer, Castro und Kagawa. Also, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr euch das auch holt, ob ihr auch eine Doppelte drin habt. Würde mich wirklich interessieren. Und falls ihr Eintracht-Spieler habt, wir sind ja Eintracht-Fans, und falls ihr eine Karte von Eintracht Frankfurt habt, dann schickt die mir mal bitte auf Facebook oder Instagram ein Bild davon und schreibt mir in die Kommentare, welchen Spieler. Würde mich wirklich interessieren. Aber ich weiß nicht, ob die da alle Vereine und so drin haben. Und das war's auch schon mit dem Video. Wie gesagt, nehmt teil beim Gewinnspiel von Tops. Jo, das ist nicht gesponsert von Tops oder was auch immer. Aber ich denke mal so. Deswegen, ich will euch einfach nahelegen, wenn man schon mal die Chance hat auf ein gratis Multipack, sollte man die auch versuchen zu nutzen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Wie gesagt, ich habe viel Arbeit, viel Mühe, bin extra früh aufgestanden, um euch die Karten so früh wie möglich und so schnell wie möglich zu präsentieren, weil ich weiß, viele von euch interessiert das natürlich. Und ja, das war's. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr neu seid. Und das sehen wir uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao.